Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen heute einen Blick in die Zukunft und schauen uns spannende Neuerscheinungen für den November 2020 an. Ja, ich habe insgesamt 5 Bücher gefunden und davon sind theoretisch 3 Fortsetzungen, zu denen ich gar nicht ganz so viel erzählen möchte und kann und dennoch aber natürlich schwärmen möchte und sagen möchte, warum ich mich auf diese Fortsetzungen so freue. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr vielleicht mehr Informationen zu den Büchern wollt und auch mal alles andere euch ein bisschen anschauen möchtet. Ihr findet auch mein eigenes Buch unten in der Infobox und natürlich auch Instagram und mein Lovebooks-Account und so weiter. Also schaut da gerne mal vorbei. Und wir starten mit dem ersten Buch, was so eine halbe Fortsetzung ist, würde ich zumindest sagen. Ich rutsche hier mal so einen Hauch nach rechts, dass ich euch die Cover einblenden kann. Und zwar ist es Die Katze des Dalai Lama und 4 Geheimnisse des Glücks. Erscheint am 2. November, ist von David Mitchie und ich habe ja die Trilogie um die Katze des Dalai Lamas unglaublich geliebt und liebe sie immer noch. Steht auch ein Büchlein exemplarisch für die Reihe in meinem Highlight-Regal und ich freue mich sehr, sehr auf dieses Buch. Ich glaube nicht, dass es da groß was zu spoilern gibt. Es geht eben um eine Katze, die beim Dalai Lama lebt und uns natürlich diese buddhistischen Weisheiten und auch diesen Mix aus dem Weltlichen und ja, was im Grunde der Dalai Lama ist im Buddhismus, ja, diese Verknüpfung ja, erzählt uns die Katze. Und es war eine wunderschöne Trilogie und wunderschön geschrieben. Und seitdem bin ich ja auch ein David Mitchie-Fan und habe, glaube ich, auch alles, was danach kam, von ihm gelesen. Und habe auch noch ein Buch von ihm auf dem Sub. Da geht es um die Corgis der Queen. Das habe ich aber nur im Englischen hier. Muss ich unbedingt demnächst auch mal angehen. Aber kommen wir zurück zu Die Katze des Dalai Lama und die 4 Geheimnisse des Glücks. Der Klappentext klingt auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr bezaubernd. 7 Jahre ist es her, dass die kleine Schneelöwin in das Kloster des Dalai Lama eingezogen ist. Neugierig wie eh und je lauscht sie gespannt den Ausführungen des großen buddhistischen Meisters, wenn sich ratsuchende Prominente und Staatsoberhäupter die Klosterklinke in die Hand geben. So kommt die Katze seiner Heiligkeit nach und nach den 4 Geheimnissen des Glücks auf die Spur. Schnell merkt sie, dass es auch sie glücklich macht, wenn sie dem streunenden Kater etwas von ihrer geliebten Hühnerleber abgibt. Oder dass eine eingewachsene Kralle zwar sehr schmerzhaft ist, sie aber bald wieder leichtfüßig herumspringen kann, wenn sie nur ausnahmsweise mal jemanden um Hilfe bittet. Von Eifersucht und Neid zu gelebtem Mitgefühl, von leidbringenden Erfahrungen zu erlösenden Erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Auf wunderbar leichte und vergnügliche Art vermittelt uns das naseweise Kätzchen tiefgehende buddhistische Weisheit, die wir im eigenen Leben nutzen können. Und deswegen sehe ich es auch nicht ganz als echte Fortsetzung, weil ich glaube, dass man das Buch durchaus eben allein lesen kann, ohne die Trilogie vorher gelesen zu haben, weil man weiß im Grunde schon um den Klappentext, es geht um eine Katze, die beim Dalai Lama lebt und vielleicht wird sogar noch mal kurz erklärt, wie sie da hingekommen ist. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und ja, wer sich da leichtfüßig tatsächlich ein bisschen ja, mit einer wunderbaren Geschichte, diesen buddhistischen Weisheiten, ja, der Philosophie widmen möchte, der ist bei David Mitchie überhaupt nicht falsch, sondern eher richtig. Ja, die erste richtige Fortsetzung ist dann von Jeffrey Archer und zwar Klang der Hoffnung. Das ist der 2. Teil der Warwick-Saga, die erscheint am 9. November. Und ich weiß, dass das jetzt schon der 3. Termin ist, der für die Geschichte vorgesehen ist. Ich glaube, theoretisch sollte die schon mal im Februar kommen. Dann habe ich sie, glaube ich, im August schon gesehen und jetzt heißt es irgendwie November. Hoffen wir mal, dass der 2. Teil jetzt dann auch zeitnah kommt, weil ich schon ein ganz schönes Stückchen darauf warte. Ihr findet meine Bücherwoche zum 1. Teil unten in der Infobox, so werde ich es auch bei den anderen Büchern machen, dass ich euch meine Bücherwoche jeweils zu den vorangegangenen Teilen oder den vorangegangenen Teil verlinke, wenn euch da meine Meinung zum 1. Teil interessiert, die natürlich ein bisschen ausführlicher ist, dann schaut da auch gerne mal vorbei. Ich werde es wahrscheinlich wieder hören, weil in der Regel werden die ja, neueren Bücher jetzt von Jeffrey Archer von Richard Barenberg vertont und ich höre dem Mann unglaublich gerne zu und dementsprechend ja, freue ich mich darauf. Ja, wir sind in London 1985 und wir treffen wieder auf William Warwick, der aus bestem Hause kommt und sich einen Wunsch erfüllt. Seinem Streben nach Gerechtigkeit möchte er die Karriereleiter des britischen Polizeiapparats durchlaufen, vom einfachen Streifenbeamten bis zum Commissioner. Und ja, mittlerweile haben sich einige Dinge versetzt.
selbstständig, die jetzt, glaube ich, gemein werden zu erzählen, weil wir spoilern natürlich ein bisschen auch den ersten Teil. Und wir haben hier auch seine Schwester Helen, die auch ihren Weg geht. Und es gibt natürlich auch wieder so eine Feindschaft im größten Sinne, die eben im Grunde hier auch eine Rolle spielt. Und wir haben ja immer Lebensgeschichten und wir begleiten Charaktere bei Jeffrey Archer ja immer sehr lange im Leben. Auch die Familie, die Familienmitglieder, die Kinder, was es da alles irgendwie so ergibt. Und hier freue ich mich einfach auf den zweiten Teil, weil mir der erste noch in sehr, sehr guter Erinnerung ist und mich Jeffrey Archer einfach immer gut unterhält und mich begeistert auf jeden Fall auch zurücklässt. Auch das nächste Buch ist eine Fortsetzung und zwar ist das der zweite Teil der Casadim-Reihe von Julia Dippel und zwar Jenseits der schwarzen Treppe. Erscheint am 21. November und hier muss ich definitiv sagen, dass ich das Cover vom zweiten Teil absolut feiere, ich das wirklich mega schön finde. Wer sich noch an das Cover des ersten Teils erinnert, es wäre schön gewesen, hätte das Mädchen, die Frau auf dem Cover nicht irgendwie so eine komische Schulter Halsfraktion gab. Das sah total merkwürdig aus und ich bin so, so froh, dass der zweite Teil schön ist, weil wenn mich der so begeistert wie der erste Teil, wird wahrscheinlich der zweite stellvertretend für diese Reihe ins Highlight-Regal ziehen, weil das erste Cover finde ich so schrecklich, das möchte ich nicht im Regal stehen haben. Ja, ist eigentlich irre, ne? Dass man das mal so sagt. Ich kann gar nicht so viel jetzt natürlich zum zweiten Teil erzählen, sondern eher erzählen, dass es um Amaya geht, die 16 geworden ist im ersten Teil und bereits zum achten Mal. Denn ihre Familie altert nur sehr langsam bis gar nicht und sie sieht auch ihren Geschwistern gar nicht ähnlich und ja, sie möchte jetzt herausfinden, was da so ein bisschen dahinter steckt. Aber ihre Eltern sind da dagegen und hüten das Familiengeheimnis ganz, ganz strikt, bis eines Tages ein Gefangener genommen wird und es dann noch verschiedenste Dinge gibt und Amaya dann fliehen muss und in ein Land fliehen muss, wo sie jemand ganz anders ist, wie auch ihre Geschwister. Und ich weiß, dass ich den Anfang so ein bisschen sehr klischeehaft fand, dachte, naja, jetzt wird das wieder sowas Fantasy mit Liebe und dann wurde es etwas ganz anders und ich war total begeistert und geflasht und es war wirklich ein überraschendes Highlight und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf den zweiten Teil. Ich bin mega, mega gespannt. Mir ist der erste Teil auch noch sehr präsent im Kopf und ich freue mich da einfach mega drauf und finde es auch toll, dass die Abschiede, ich glaube, so ein halbes Jahr grob waren, was ich tatsächlich okay finde. Ich finde, alles, was so ein bisschen länger ist, wird tatsächlich schwierig, einfach wenn man doch ein paar mehr Bücher dazwischen gelesen hat. Ich freue mich sehr auf jeden Verzeihs der schwarzen Treppe und auf die Fortsetzung. Noch zum nächsten Buch kann ich gar nicht so viel sagen. Was ist das heute für ein doofes Video? Die Farben der Schönheit, dritter Teil von Corinna Bohmann und zwar Sophias Triumph, erscheint am 30. November. Werde ich vermutlich auch wieder hören, denn die Sprecherin ist schon wie beim ersten Teil Caroline Mask von Oppen und die hat mir auch schon wunderbar den ersten und zweiten Teil vorgelesen. Und umso mehr freue ich mich jetzt drauf, in den dritten und abschließenden Band der Reihe zu tauchen. Wir haben ja hier Sophia begleitet ab den 1920er Jahren in Berlin, dann ging es Paris, dann ging es New York und es gibt wunderbar mit der Mode, mit Kosmetik, mit Elizabeth Arden und mit Helena Rubinstein und wieso das Bild der Frauen sich in diesen Jahren gewandelt hat und auch die Kosmetik, in welche Richtung das gegangen ist. Also sehr, sehr spannend, natürlich auch mit dem einen oder anderen Schicksalsschlag für Sophia. Gerade eine Wendung fand ich im zweiten Teil nicht ganz so, die hätte es für mich nicht gebraucht, aber dennoch freue ich mich hier sehr auf den dritten und abschließenden Teil und packe euch ja auch die Bücherwochen zu 1 und 2 einfach mal unten rein. Und jetzt wieder ein Buch, über das wir sprechen können und zwar Kissing Chloe Brown ist der erste Teil der Brown Sisters Reihe, erscheint am 30. November und ist von Talia Hibbert. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses Buch zum ersten Mal gesehen hatte. Es könnte tatsächlich irgendwie eine englischsprachige Booktuberin gewesen sein und dass es da auf jeden Fall in diesem englischsprachigen Raum schon sehr, sehr gehypt ist. Also man sieht dieses Cover tatsächlich häufiger mal und dementsprechend habe ich mir dann den Klappentext angesehen und bin jetzt natürlich umso neugieriger, weil es auch in Deutsch erscheint. Viel zu lange hat sich Chloe Brown von ihrer chronischen Krankheit einschränken lassen. Damit ist jetzt Schluss. Ihr neues Leben startet mit einer Liste von Aufgaben, die ihr beim Neuanfang helfen sollen. In ein eigenes Apartment ziehen, ausgehen und sich betrinken, Motorrad fahren, campen gehen, körperliche Erfahrungen machen ohne feste Beziehung, nur mit Handgepäck um die Welt reisen und etwas Unanständiges tun.
Doch schon bald merkt sie, dass es nicht leicht ist, über den eigenen Schatten zu springen. Was sie braucht, ist ein Lehrer. Red Morton hat Tattoos, ein Motorrad und mehr Sexappeal als so mancher Hollywood-Star. Er ist außerdem Chloes neuer Nachbar und wäre die perfekte Unterstützung auf ihrer Mission. Nur leider hat er eine Abneigung gegen Chloe. Erst als sie ihn näher kennenlernt, merkt sie, was wirklich hinter seinem rauen Äußeren steckt. Und ja, es klingt natürlich irgendwie nach einer Liebesgeschichte, nach einer Lebensfindungsgeschichte, nach einer jungen Frau, die hier sich selbst irgendwie sucht und das Leben sucht. Aber ich finde, das klingt irgendwie charmant und auch was ich so zu dieser Liste, die finde ich nämlich mega cool und was ich da schon einfach gehört habe, klingt einfach mega, ja, lustig, unterhaltsam, vielleicht auch mit der nötigen Tiefe, weil Chloe eben auch eine chronische Krankheit hat, wo ich denke, dass man da auch so ein bisschen drauf eingeht, wie das eben auch das Leben einfach einschränkt und ja, ich bin gespannt, ich bin neugierig und freue mich auf das Buch und natürlich auch auf alle anderen, die ich euch vorgestellt habe. Ja, es waren jetzt ja wirklich nur zwei Bücher, die keine Fortsetzung waren. Also es sieht nach einem guten Monat aus und vielleicht bleiben wir ja, was dann Neuzugänge angeht, auch mal einstellig. Wobei es ziehen jetzt ja dann im November auch schon so ein paar Weihnachtsbücher ein. Ja, mal sehen. Vielleicht mache ich ja dann im November auch mal ein Video dazu, welche Weihnacht-Winter-Geschichten ich lese. Gucken wir dann einfach mal. Aber es hat ja noch so ein bisschen Zeit, bis dann auch November tatsächlich ist. Jetzt bin ich natürlich gespannt, auf welche Bücher ihr euch freut im November. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und ob euch eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, auch interessiert und jetzt auf der Wunschliste gelandet sind. Gucken wir einfach mal, was dann im November letzten Endes einziehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die genannten Bücher und schau mir auch gerne eure Tipps und Empfehlungen in den Kommentaren an. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.